Gerade die ersten zwei Punkte heißt Takt und Losgelassenheit sind mir jetzt gerade bei den Jungpferden unheimlich wichtig. Da kann es gut auch sein, dass ich da eine ganze Zeit drin verbringe. Also mir ist am Anfang auch die Nachgiebigkeit bei den Jungpferden gar nicht so wichtig. Ich möchte es eigentlich eher, dass ich so eine gewisse Steifigkeit, sag ich jetzt mal, im Pferd habe. Weil ich immer die Verbindung von meiner Hand zu ihrem Körper möchte. Also das schaue ich einfach, dass ich mir das erhalte. An dem Punkt, wo ich mit der Nachgiebigkeit anfange, schaue ich auch, dass ich relativ schnell mit der Aktivierung der Hinterhand beginne. Einfach aus dem Grund, ich möchte die nicht vorne zu flexibel, also gerade so in dem vorderen Drittel, sondern mir ist es einfach auch unheimlich wichtig, dass da ja, der Motor von hinten da dazu passt. Also viele schauen ja, dass die sehr flexibel sind vorne am Maul. Und für mich gibt es tatsächlich nichts Schlimmeres, wenn ich ein Pferd anfasse und das verkriecht sich so hinterm Gebiss. Also ich möchte, dass die meiner Hand vertrauen. Ich möchte, dass die, ja, dass ich halt mit meiner Hand die Verbindung habe zum kompletten Pferd und nicht zum vorderen Drittel.